Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer neuen Folge Fez begrüßen zu dürfen. Wir haben in der letzten Folge versucht, uns in diesem absoluten Level-Chaos hier zurechtzufinden. Aber da es von jeder Welt nur in eine neue Welt zu gehen scheint, wirklich frustrierend, wenn ihr mich fragt, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, einfach diese Welt jetzt zu erkunden und zu schauen, was dabei rauskommt. Uns bleibt ja nicht viel anderes übrig. Also, weiter geht's mit der Welt dieses armen, weinenden und sich übergebenden Steingesicht, Wasserfall, was auch immer. Okay. Schauen wir uns erstmal etwas um. Hier können wir hochklettern. Wupp, wupp. Hochklettern? Ja, nein, nein, nein. Platsch, okay. Ja, wie ihr merkt, bin ich mit der Steuerung immer noch nicht so. Per Du. Es ist für mich etwas ungewohnt, mit Pfeiltasten sich zu bewegen und mit der Leertaste trotzdem zu springen. Okay, komme ich hier irgendwie rüber? So vielleicht. Hep. Fail. Epic Fail. Gut, was haben wir hier? Eine Zuntür. Okay. Oh. What's that? Warum fall ich? Eine Bombe. Wenn die mal nicht interessant ist, was. Ach, zur Hölle mit der Steuerung hier. Ja, lass mich los. Gib mir noch ein paar Folgen, dann habe ich die Steuerung draußen. Das scheint auch zugemauert zu sein. Was ist das hier? Ja, ich weiß, du willst mich zu der Bombe führen, aber ich habe da gerade keine Lust hinzugehen. Da ist doch eine Tür hinten dran, oder nicht? Sieht das jemand? Okay, ich kann aber von hier nicht rein, wenn ich die Tür scheinbar nicht sehe. Ihr hört mich hoffentlich auf der Tastatur rumhauen. Ich komme da nicht rein, okay. Dann schauen wir uns erstmal die Bombe da oben an. Ja, ich weiß, ich bin schon auf dem Weg dahin. Bitly, oder wie auch immer du heißt. Ah, verdammt. Ist es mir wirklich äußerst unangenehm, dass ich euch diese. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Dieses Trauerspiel an Gaming-Kunst vorführe. Wie zur Hölle komme ich da hoch? Von hier aus gar nicht, oder wie? Also wieder zurück. Verdammt. Komm. Da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch, drehen und ein beherzter Sprung in die Richtung, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, drehen und jetzt runter, einwandfrei, einwandfrei und die Bombe, ja, sieh dir das an, eine Bombe, wer hätte es gedacht, du kannst Bomben aufheben und werfen, indem du Left Control, aber sei vorsichtig, du kannst eine Bombe auch vorsichtig ableben, indem du. Okay. Ja, und wie kann ich sie aufheben? Achso, verdammt, falsche Taste. Wieso erinnert mich das gerade an. Oh, nein! Was zur Hölle? Okay, nochmal. Aufheben? Nein, aufheben? Nein, aufheben. Und jetzt schleunigst loswerden, bevor das Ding von allein wieder hochgeht. Vorsichtig. Ab. Egal, Tür ist offen. Shit, Mist. Ich komme jetzt natürlich an die wieder nicht dran, ohne dass ich mich hier komplett zurückbewege. Um die zweite Tür zu öffnen. Also. Ja, tut mir leid. Hätte man mir gesagt, dass das Spiel so viele unnötige Hin- und Her-Rennwege hat. Hätte ich mir vielleicht auch zweimal überlegt, ein Let's Play damit zu machen. Ich schaue mir nur gerade oben die Bäume an, nicht, dass da auch noch was versteckt ist. Nein? Okay, gut. Also, nicht hochheben, warten. Okay, kurz überlegen. Ich muss also die Bombe hochheben, hier hingehen, nach da drehen, hier hingehen und hoffen, dass ich die Bombe ablegen kann, bevor sie explodiert. Easy. Also hochheben. Da hingehen, drehen, dahin gehen, fallen lassen und weg.
Yes. Verdammt. Drehen, 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 ablegen und weg hier. Jetzt, okay, gut. Beide Türen geöffnet. Ich vermute, dass hier oben in der Tür wahrscheinlich so ein Schalter ist, um den Wasserfall hier auszuschalten. Ich würde mich wirklich gerne zusehen, was da unten in der Tür ist, die sich hinter dem Wasserfall verbirgt. Und hopp. Erst drehen, wenn man gelandet ist. Drehen, drehen, hopp. Und hopp, hopp. Und da hoch. Hey, Eule. Ksch. Und drehen. Meine Güte, wenn es mal schwindelig wird, bitte Bescheid sagen. Und rein mit uns. Wow, wo sind wir? Escape. Ach du meine Güte, okay, schauen wir uns mal kurz an, was da steht. Dieses kleine Viereck mit dem Strich drunter, kleines Tor. Großes, gelbes Viereck, Würfel. Mehrere, also okay. Vier Scherben sind da und ein ganzer Würfel. Und ein Geheimnis, das es wieder zu erkunden gibt. Na dann. Joa, nichts leichter als das. Nein, nein, runter. Runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und. Ah, das ist der. Oh, ein kompletter Würfel. Nice. Sieh nur. Ah nein, ein kleines Tor. Kleine Tore können dich zum nächsten Zeitreisetor? Aber sie funktionieren nur in einer Richtung. Sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir Zeitreisetore in Angriff nehmen. Was auch immer das ist. Es geht hier ziemlich tief runter. Da ist eine Tür. Oh, da komme ich wieder zurück. Da komme ich wieder zurück. Ist das etwa die Tür? Ich weiß nicht, das probieren wir nachher aus. Zuerst schauen, ob wir noch ein paar Würfel finden. Würfel braucht die... Nein, Scherben. Scherben. Scherben braucht die. Ah, es könnte natürlich sein, dass das Zeitreiseportal den Wasserfall verändert. Falsche Taste. Was jetzt? Würfel oder Zeitreisportal? Nein. Ich will nicht rein. Lass mich nur in Ruhe. In deinem Zeitreiseportal. Was zur Hölle? Hä? Bin gerade sehr verwirrt. Bin ich gerade im Kreis gelaufen, obwohl ich immer nur in eine Richtung gegangen bin? Kann das sein? Nein. Nein, hier ist Ende. Strange. Ist hier Ende? Na, auf jeden Fall komme ich nicht höher. Das ist doch mal seltsam. Okay, nochmal was versuchen, indem wir jetzt nur nach unten gehen. Nicht sterben. Das ist eine Schleife, das Level. Aha, wie geil. Okay, das Level ist eine Schleife. Sehr lustig. Upp. Dann gehen wir hier rein. Achso. Ja doch, ich riskiere es, weil ich muss jetzt natürlich wieder, um da oben hinzukommen, dummerweise wieder den kompletten Weg außen rum rennen. Aber das gehe ich ein, bevor ich... Was ist das? Bevor ich dann doch wieder... Oh nein, nicht schon wieder ein neues Level. Ach Leute. Ach Leute. Es ist unfassbar. Kann mir mal einer sagen, wie man sich bei diesem ganzen Levelwust hier zurechtfinden soll? Das ist doch nicht mehr schön. Da ist was, da ist was, da ist was.
Was ist denn da? Nein, nein, nein. Ja, komm. Drehen. Drehen. Aha. Hinter der Wand. Wie komme ich da rein? Oder ran? Oder. Da oben ist die Bombe. Okay, ich verstehe. Bombe. Bombing Run! Fire in the Hole! Storm the Front! Wow! Okay, also. Aufheben. Drehen, drehen, drehen. Gut. Da komme ich vermutlich wieder ein neues Level, von daher lasse ich es jetzt einfach mal stehen, seid mir nicht böse. Aufheben. Und runter. Und drehen. Und ja, ich weiß, aua. Also, aufheben. Runter, runter. Drehen. Wie war das mit werfen? Egal. Fallen lassen. Weg, 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 weg. Ja. Ach, danke. Und drehen und hoch. Noch was hier im Level? Nein? Let's see what's behind the door. Eine weitere Bombe. Da oben lässt sich was wegsprengen. Da lässt sich noch was wegsprengen. Da lässt sich was wegsprengen. Au, Leute. Holy sh. Ich hoffe, ich kann mit dem Ding springen. Jupp. Nein! Sehr lustig. Okay, aber ein neues. Ich wollte dich eigentlich hinlegen. Und dann weg da. Got it. Okay. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie schaffe ich es, die Bombe da oben hinzulegen? Nein. Okay. Okay. Let's have a try. Ich vermute, es reicht nicht von der Zeit. Moment, wir müssen da. Ich habe keine Ahnung. Einfach ausprobieren. Wird schon schief gehen. Yep. Nevermind. App. Drehen. Ich wollte eigentlich nach unten drücken, habe nach oben gedrückt. Yay. Aber ich denke, das funktioniert so. Bombe hochheben. Drüber. Drehen. Hoch. Komm schon. Verdammt! Ich kann nicht die Bombe werfen, während ich springe. Drehen. Komm, go, 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 go. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Ah, vielleicht soll ich es auch einfach hier hinstellen. Okay, das könnte natürlich auch gehen. Bombe. Und werfen. 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 Also, verdammt, falsche. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ach, wie schlecht. Oh. Okay, was war das jetzt? Strange. Nochmal. Aufheben und heppen und werfen. Das sieht aus, als wäre es irgendwie ein Timer oder sowas. Und ich bin schon nicht tot. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay. Bombe aufheben. Ah, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Okay. Ja, für diejenigen unter euch, die das jetzt schon gespielt haben, wird das hier wohl in eine kleine Geduldsprobe ausarten. Ich bitte das zu entschuldigen, bis ich hier die das bescheidene Rätsel gelöst habe. Ich kapiere es nicht. Komme ich oben an die Bombe irgendwie dran? Auch nicht. Nein. 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 Tja, sorry, keine Ahnung. Gut. Nein! Es tut mir so leid, dass ich jetzt die ganze Zeit hier mit Abstürzen, Sterben, Explodieren und sonstigen unnötigen Schmarrn verbringe. Oh, schau mal hier, ich kann doch hier hoch.
Sehr gut. Also, dann ist jetzt wohl das Zeitreiseportal dran. Upp, falsche Richtung. Ein Zeitreiseportal für unseren kleinen, wie heißt er? Gomez. Gomez. Hopp. Und hopp. Tada. Ja, und wie komme ich da jetzt rein? Ah. Bam. Jo. Achso, ich wollte gerade schon sagen, so viel Zeitreise ist da jetzt gerade nicht passiert, aber das Level wird jetzt geladen, okay. Okay. Schwarze sind böse. Aha. Man kann den einfach nur ein paar Mal falten. Wo bin ich jetzt? Och Leute, verwirrt mich doch nicht unnötig. Sieh nur, ein Zeitreisetor. Funktioniert noch nicht, du musst erst weitere Tor. Ich habe doch schon eins gefunden. Aha. Moment, der hat mir doch Zeitreisetor gesagt, aber das Zeitreisetor. Ich bin mehr als nur verwirrt. Naja, gut. Let's see where we can go. Hier waren wir noch nicht. So schön und so interessant das hier auch ist, die Steuerung verwirrt mich immer noch ein klein wenig. Was ist das? Keine Tür? Oh doch, eine Tür? Nice. Ach nein, nicht schon wieder eine neue Welt. Ja, das ging ja fix. Kann ich tauchen? Nein, kann ich. Schwimmen bis nach Bagdad? Ja, kann ich. Tja. Okay. Was bringt's? Lass mich raten, entweder komme ich jetzt beim anderen Level wieder an, oder ich komme gleich von der anderen Seite des Levels wieder rein. Nein? 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 Hm. Kein Kommentar. Was ist das? Also hier steht, es wird weitergehen mit einem Geheimnis. Okay, ich vermute, es hat wirklich was mit der Zeitreise zu tun, auch wenn ich das noch nicht so ganz verstanden habe, wie das funktionieren soll. Also, wieder zurück mit uns. Und nach einer anderen Tür Ausschau halten. Tada. Da hoch, da oben blickt schon wieder was zum Einsammeln. Links, rechts. Da. Ja. Okay. Hoch. Hoch. Drehen. Hoch. Nein, 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 nein. Ah. Ich bin für dieses Spiel einfach zu übermütig. Zu voreilig. So. Jetzt drehen. Und hoch. Hoch. Und drehen. Und here we are. Darüber drehen. Ah, wow, Schock. Ja, ich habe hier Würfel gefunden. Okay, jetzt kannst du das. Ich habe doch hier noch nicht alles erkundet. Warum soll ich die nächste Tür jetzt schon öffnen? Ja, aber warum? Das ist auch ein Grund, weshalb ich gar nicht mal so gerne Open World spiele. Weil da auch 10.000 Sachen sind, die man gleichzeitig erforschen, erkunden, weiß der Geier was kann. Geheimnisse zu entdecken, alles abseits der Hauptstory.
Left Shift. Ding dong. Was bringt das? Wow. Ja. Nothing happens. Da oben ist eine Tür. Drehen. Lass mich raten, die Tür führt da hinten hin. Gut. Wow. 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 Naja. Ich denke, an dieser Stelle machen wir vorerst mal wieder Schluss. Die 20 Minuten sind nämlich wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, das Video zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder eines Likes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ben.